Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute präsentiere ich euch zwei Tipps, die euer Brusttraining so richtig auf die Sprünge helfen. Zwei Insider-Tipps, die ich mir über jahrzehntelanges Training hart erarbeitet habe und euch nun daran teilhaben lasse. Klingt schon so ein bisschen wie einer dieser Business-Gurus. Also, ganz nüchtern, zwei Tipps, die euer Brusttraining so richtig auf Vordermann bringen. Vor allem, dass ihr die Brust besser spürt. Einige von euch haben mir Kommentare geschrieben zu anderen Videos, unter anderem zu dem Rückenvideo, wo es ein paar Tricks gibt, wie man nur die Handstellung hält und seinen Rücken sofort viel besser spürt, ansteuern kann und dadurch natürlich einen besseren Reiz setzen, mehr Muskelmasse aufbauen und so weiter. Das ist ja eine Kette, die dann fortgesetzt wird. Und auch bei der Brust. Manche schaffen es gar nicht, die so richtig anzusteuern. Manche spüren vor allem nach intensivem Brusttraining, nach dem 6., 7., 8., 9., 10. Satz, die vordere Schulter. Und genau das sollte nicht passieren. Jetzt bekommt ihr zwei Tipps, wie ihr die Brust richtig cool spürt. Und zwar vom ersten Satz an. Und das ist das Wichtigste. Damit wir nicht erst am 5., 6. Satz auch unsere Brust spüren, wenn wir dann Pump drin haben, geht es jetzt genau darum. Vom allerersten Satz an hardcore den Peak in der Brust. Das demonstriere ich euch hier an dieser Maschine. Und dafür gibt es zwei grundlegende Dinge. Eine wichtige Sache noch vorab. Schultern aufwärmen. Die sollten definitiv warm sein, wenn ihr den ersten Satz auch richtig nutzen wollt. Das könnt ihr hier finden, die Aufwärmroutine, die perfekte Aufwärmroutine, die nicht nur müde, gähnen, aufwärmen ist, sondern tatsächlich zu mehr Brustgains führt, zum besseren Gefühl dafür und natürlich weniger Verletzungen und mördergeilen Pump. So, und dazu Shirt off und dann kann ich euch auch besser die Brust zeigen. Aber der erste Tipp findet gar nicht hier statt, sondern hier auf dem Boden. Ich benutze dazu natürlich Griffhilfen, damit ich mir nicht die Handgelenke ruiniere. Vor allem nicht vor einem schweren Brusttraining. Ja, ihr habt richtig gesehen, Liegestütz. Doch warum dieses? Absolut oldschool. Doch was hat das mit dem Training zu tun und damit im ersten Satz die Brust besser zu erreichen? Es ist der Pump. Ihr wollt im Brusttraining starten, so wie ihr die Disco angeht, mit einem richtig coolen Pump in der Brust. Denn der Pump sorgt nicht nur dafür, dass sie besser aussieht, so schön geschwollen wie eine Heldenbrust, sondern dass ihr ein besseres Gefühl da drin habt. Ihr dürft es natürlich nicht übertreiben, wir wollen kein Training vor dem Training machen. Aber pumpt eure Brust auf und das macht so gut wie gar keiner da draußen, weil er ja denkt, ich muss doch heute meine neue Bestleistung bringen, neuen PR. Aber das werdet ihr trotzdem. Ihr sollt auch nicht bis zum allerletzten gehen, sodass ihr nicht mehr hochkommt. Nein, macht Liegestütze. Manche von euch, die keine 30 Liegestütze schaffen, dann nehmt euch gern die Bankdrückmaschine, aber macht auch viele Wiederholungen. Viele Wiederholungen führen euch zum Pump. Aber macht das vorher. Keine Sorge, ihr werdet nicht so erschöpft sein, dass ihr nicht die neue Bestleistung mit 6 Wiederholungen danach hinbekommt. Lasst dann ein bisschen Pause, fangt dann aber an. Aber wenn eure Brust bereits schon richtig voll mit Blut ist, dann werdet ihr ein viel besseres Gefühl da drin haben. Probiert es mal aus. Warum habt ihr ein viel besseres Gefühl meistens in der Mitte des Trainings als am Anfang? Und am Anfang spürt ihr mehr die Schultern und alles andere. Genau deswegen. Also, holt euch die Mitte des Trainings jetzt einfach nach vorne. So, und jetzt ist es endlich soweit. Wir starten mit unserer allerersten Übung, mit dem ersten Satz, wo wir ja jetzt wesentlich besser reinfinden sollen. Und jetzt zeige ich euch eine Technik, die ihr schon beim Warm-up benutzen könnt. Ja, nicht nur das bei den Liegestützen, sondern tatsächlich auch, wenn ihr euch dann an der Maschine aufwärmt. Das sollte ja auch noch kommen. Und da bereits schon richtig drauf achten, euch mental da einfinden und wirklich darauf konzentrieren, dass ihr das so macht. Und dann auch während der Übung beibehalten. Es geht darum, die Brust immer richtig heldenmäßig rauszustrecken. Als wäret ihr auch wieder in der Disco und lauft die ganze Zeit mit der geschwollenen Brust rum. Genau das, diesen Effekt, den wollen wir jetzt haben. Also, immer schön hoch drin. Achtet darauf, dass ihr, das kennt ihr schon, die Brust soll am vordersten Punkt sein, nicht die Schultern. Das habe ich schon in Dutzenden von Videos gezeigt. Also, Schultern nach hinten und nach unten. Brust ist voraus, das seht ihr vor allem von der Seite. Seht ihr? Brust voraus. Und hier drücke ich. Die Brust ist immer noch vorne. Das ist der vorderste Punkt. So? Nein. Ihr seht die Brust gar nicht. Die Schultern sind vorne. Und diese Stellung, Brust raus, Schultern nach hinten und nach unten, ist eure Ausgangsstellung. Aber, und das ist das Wichtige, mental, hier geht es um eine mentale Brücke, müsst ihr jetzt versuchen, die Brust immer weiter Richtung Himmel zu bringen. Ihr sollt nicht in einem Hohlkreuz landen. Nein, lasst die Hüfte hinten, sodass ihr immer noch den Sitz berührt. Aber wenn ihr zurückkommt, tief einatmen, ihr erinnert euch, drücken, ausatmen, zurück,
einatmen. Und dann kommt die Brust raus. Ihr atmet ein, also nicht und dann runter, sondern einatmen, raus, Schultern wieder nach hinten. Und jetzt, wenn ihr drückt, dann aber nicht die gegenteilige Bewegung machen. Das heißt jetzt nicht wieder nach vorne, sondern dann versuchen, nochmal die Brust zu erhöhen. Also, und dann wieder, wenn ihr drückt, nochmal hoch, hoch. Und dann bleibt ihr da. Versucht das mal mental. Eigentlich soll sich eure Brust kaum bewegen und immer maximal draußen bleiben. Aber wenn ich mir versuche vorzustellen, ich versuche sie in jeder Bewegung aktiv wieder nach oben zu bringen, hilft das ungemein. Raus, trotzdem draußen lassen. Raus, trotzdem draußen lassen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ist immer ein bisschen schwer zu beschreiben. Dafür ist natürlich auch ein Personal Trainer super, der euch genau sowas zeigt. Versucht's mal und schreibt mir in die Kommentare, ob das bei euch besser hinhaut, ob ihr direkt ein besseres Brustgefühl habt oder was eure Tricks sind, um die Brust besser anzusteuern. Damit helft ihr vor allem den ganzen anderen, die diese Fragen unter dem Video stellen. Und das ist das Schöne, hier gibt es einen regen Austausch. Schaut mal bei Protein Arena vorbei und spart euch auf eure Supplements 15%. Das ist eine ganze Menge und ihr könnt euch auch die Supplements aussuchen, ist nicht nur eine Marke. Protein Arena, Code GOTTI15. Ansonsten, wem das gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wer jetzt einmal den Plan für das ultimative, perfekte Brusttraining haben möchte, der schaut mal in diesem Video nach. Da findet ihr das absolut beste Brusttraining, das ihr euch zusammenstellen könnt, nach absolut besten Bedingungen. Probiert's mal aus und wir sehen uns dann. Bis bald, euer Gotti.